In jedem Kurs gibt es standardmäßig ein Ankündigungsforum. Dies ist von allen Teilnehmerinnen des Kurses verpflichtend abonniert. Das heißt, alle Nachrichten gehen automatisch per E-Mail an die TeilnehmerInnen. In diesem Forum können nur Personen schreiben, die im Kurs eine lehrende Rolle haben. Daher können Studierende Ihnen dort nicht antworten. Um einen Beitrag zu erstellen, klicken Sie auf das Forum und wählen Neues Thema hinzufügen. So gelangen Sie in den Anlegedialog, in dem Sie den Betreff und den Inhalt des Beitrags angeben können. Über Erweitert lassen sich weitere Optionen öffnen. So können Sie beispielsweise einen Anhang hinzufügen oder Ihren Beitrag als obersten Beitrag im Forum anpinnen. Die E-Mail-Benachrichtigungen aus dem Forum werden normalerweise mit einer Verzögerung von 30 Minuten verschickt. Wenn die E-Mail direkt rausgehen soll, können Sie Mitteilung ohne Verzögerung senden auswählen. Auf Wunsch kann auch ein Anzeigezeitraum für den Beitrag eingestellt werden. Am Ende klicken Sie auf Beitrag absenden. Wenn die Verzögerung aktiv ist, haben Sie danach noch 30 Minuten Zeit, Ihren Beitrag zu ändern. Jetzt legen wir noch einen zeitgesteuerten Beitrag an, der am 1. September um 8 Uhr sichtbar werden soll. Der Beitrag hat hier den Hinweis zeitlich festgelegt. Klickt man auf diesen Text, wird der eingestellte Anzeigezeitraum angezeigt. Eine sehr schöne Ergänzung für das Ankündigungsforum ist der Blog Neue Ankündigungen. Um diesen hinzuzufügen, müssen Sie erst die Bearbeitung einschalten und können dann hier auf Blog hinzufügen klicken. In der Blogübersicht wählen Sie dann Neue Ankündigungen. Der Blog erscheint dann in der Blogleiste, die bei den TeilnehmerInnen individuell aus- oder eingeklappt sein kann. Im Blog werden automatisch die Betreffe der letzten 5 Ankündigungen angezeigt und die Beiträge verlinkt. In Ihrer Ansicht ist außerdem ein Link zum Anlegen neuer Ankündigungen vorhanden, den die Studierenden nicht sehen können. Über Aktivität oder Material anlegen können Sie auch weitere Foren hinzufügen. Am besten wählen Sie den Titel des Forums so, dass direkt klar ist, wofür das Forum gedacht ist, zum Beispiel Fragenforum oder ähnliches. Unter Forumstyp können Sie die Art des Forums einstellen. Das Standardforum ist hier vorausgewählt. In diesem Forum können alle TeilnehmerInnen des Kurses Beiträge erstellen und beantworten. Beim Typ Diskussion zu einem einzelnen Thema geben Sie über Titel und Beschreibung des Forums das Thema vor. Beiträge können dann nur als Antwort in einem Thema erstellt werden. Im Frage- und Antwortforum geben Sie die Frage als ersten Beitrag vor. Die TeilnehmerInnen antworten Ihnen auf diesen Beitrag und können die Antworten der anderen TeilnehmerInnen erst nach dem Absenden und dem Ablauf der Bearbeitungszeit Ihres eigenen Beitrags sehen. Jede Person darf genau ein Thema anlegen, macht genau das, was es sagt. Jede Person darf genau ein Thema anlegen, aber innerhalb aller anderen Themen antworten. Das Standardforum in blogähnlicher Anzeige unterscheidet sich vom Standardforum nur in der Übersichtsseite der Themen. Unter Anhänge und Wortzahl können Sie Anhänge nach Anzahl oder Größe begrenzen oder hochsetzen und die Anzeige der Wortzahl unter jedem Beitrag aktivieren. Unter Abonnement und Tracking können Sie einstellen, wie das Abo des Forums gestaltet sein soll. Die Standardeinstellung bei selbst hinzugefügten Foren ist optional. Das heißt, die TeilnehmerInnen können selbst entscheiden, ob sie das Forum abonnieren, also die Beiträge per E-Mail zugeschickt bekommen möchten. Das verbindliche Abo ist das gleiche wie beim Ankündigungsforum. Hier haben die TeilnehmerInnen keine Möglichkeit, das Abo des Forums zu beenden. Mit der Auswahl von Automatisch ist das Abo voreingestellt, kann aber von den TeilnehmerInnen selbst beendet werden. Sie können das Abo auch generell deaktivieren. Das Forumstracking, also die optische Anzeige neuer Beiträge, steht üblicherweise auf optional, kann aber auch ausgeschaltet werden. Wie sich das Tracking für den eigenen Nutzeraccount aktivieren lässt, zeige ich gleich noch. Bei Bedarf kann auch eine Themensperrung bei längerer Inaktivität der Themen eingerichtet werden. Der Aktivitätsabschluss beim Forum lässt sich auf verschiedene Arten festlegen. Spannend sind hier vermutlich diese Optionen, bei denen eine gewünschte Zahl von erstellten Themen oder Beiträgen notwendig ist, um den Aktivitätsabschluss zu erhalten. Wir setzen jetzt keinen Abschluss. Wenn das Forum bereits angelegt ist, sind die Einstellungen zum Abo hier zu sehen. Hier wird das optionale Abo angezeigt und kann auch noch geändert werden. In der Abonnentenliste wird gerade noch nichts angezeigt, da noch niemand das Forum abonniert hat. Beim optionalen oder beim automatischen Abo gibt es hier außerdem die Möglichkeit, einzelne Abonnenten manuell hinzuzufügen oder zu entfernen. Wenn wir das Abo auf automatisch stellen, sehen wir, dass nun alle TeilnehmerInnen das Forum abonniert haben. Das Forumstracking lässt sich in den persönlichen Einstellungen konfigurieren. Dazu klicken Sie auf Ihr Benutzerbild und danach auf Einstellungen und dann auf Foren einstellen. Hier können Sie einstellen, wie Sie die E-Mail-Benachrichtigungen aus dem Forum erhalten möchten. Mit Einzeln erhalten Sie alle Informationen sofort. Mit den beiden anderen Optionen bekommen Sie die Beiträge in täglichen Zusammenfassungen. Im Standard abonniert man ein Forum automatisch, wenn man dort einen Beitrag schreibt. Auf Wunsch lässt sich dies hier abschalten.
Sinnvoll ist auf jeden Fall das Forumstracking, mit dem die Anzahl der neuen Beiträge in einem Forum angezeigt wird und die neuen Beiträge farblich hervorgehoben werden. Zusätzlich kann eingestellt werden, ob ein Beitrag, nachdem er in einer Forenbenachrichtigung per E-Mail verschickt wurde, automatisch als gelesen markiert werden soll. Wenn man das Forumstracking aktiviert, werden initial erstmal alle bisherigen Beiträge als ungelesen dargestellt, auch der Beitrag, den wir eben im Ankündigungsforum selbst geschrieben haben. Die Anzahl der ungelesenen Beiträge in einem Forum sieht man dann hier auf der Kursseite. Öffnet man das Forum, wird die Anzahl der ungelesenen Beiträge pro Thema hier angezeigt. Im jeweiligen Thema werden neue Beiträge farblich hervorgehoben. Über dieses Dropdown-Feld können Sie Ihre persönliche Anzeige für Foren verändern. Achtung, diese Einstellungen gelten für Sie dann für alle Foren in Moodle. Wenn mehrere Foren im Kurs existieren, können Sie Themen auch in ein anderes Forum verschieben, wenn sie dort thematisch besser passen. Unter Einstellungen können Sie Themen anpinnen oder sperren. Die Option Markieren markiert ein Thema für Sie persönlich als Favoriten. Diese Option haben auch Studierende. Die Option Von diesem Thema abmelden gibt es in Foren mit automatischem oder optionalen Abo, wenn Sie das Forum abonniert haben. Damit können Sie das Abo für dieses Thema beenden. Haben Sie das Forum nicht abonniert, gibt es stattdessen eine Funktion Thema abonnieren, mit dem Sie ein einzelnes Thema abonnieren können. Diese Funktionen sind ebenfalls für Studierende verfügbar. Für die einzelnen Beiträge gibt es verschiedene Optionen. Über Dauerlink können Sie einen direkten Link zu diesem Beitrag erzeugen, den Sie dann weitergeben können. Über Bearbeiten kann der Beitrag bearbeitet werden. Studierende können eigene Beiträge 30 Minuten lang bearbeiten oder löschen. Sie können im Rahmen der Moderation des Forums auch fremde Beiträge unbegrenzt bearbeiten oder löschen oder auch ein Thema teilen, wenn die Diskussion zu sehr vom ursprünglichen Thema abweicht. Sie können auf jeden einzelnen Beitrag des Themas antworten. Der Editor bietet erstmal wenig Möglichkeiten, kann aber mit einem Klick auf Erweitert in den gewohnten Editor umgeschaltet werden. Dozierende können außerdem auf Beiträge privat antworten. Diese Antworten sind nur für den Ersteller oder die Erstellerin des Ursprungsbeitrags und alle anderen Lehrenden im Kurs sichtbar, jedoch nicht für andere TeilnehmerInnen. Auf privat erstellte Antworten können Studierende im Forum nicht mehr antworten.